kam. Ja, man denkt nochmal, also ich zumindest daran, was ich bisher gemacht habe, was ich kann und wie gut ich doch drauf bin. Und aber vor allen Dingen muss im Endeffekt einfach rennen und drauf. Egal was hinten raus passiert. Also einfach drauf, das war Falk Balzer. Hat er uns vorher in die Kamera gesagt, wie er sich fühlt vor einem Start zum 110 Meter Hürdenlauf. Und das wünschen wir ihm auch, diese Unbekümmertheit hier in diesen Lauf gegen diese absolute Weltklasse mit reinbringen zu können. Das war der Frühstarter, Jean-Marc Graber aus Frankreich. Aber in der Mitte laufend, auf Bahn 3, Falk Balzer, daneben Mark Rear, der Silbermedaillengewinner von Atlanta, dann der Weltjahresbeste Reggie Torian und daneben auf der Bahn 6 der Weltmeister und Olympiasieger Alan Johnson aus den USA, in diesem Jahr allerdings noch nicht so richtig in Tritt gekommen. Oh, da hebt Reggie Torian den Arm. Scheint irgendwas dazwischen gekommen zu sein. Kann von hier auch nicht ausmachen, was ihn da beeinträchtigt hat. Scheint irgendwas auf seiner Bahn gewesen zu sein. Ja, vielleicht war sein Startblock nicht ganz in Ordnung. Das passiert schon mal, dass der sich lockert. Und das spürt er natürlich bei einem Fehlstart, der vorhin schon gewesen ist. Und dann wird das nochmal erledigt und dann ist alles in Ordnung. Typisch für Alan Johnson, seine Sonnenbrille, aber auch Reggie Torian läuft mit einem ähnlichen Modell. Ich wollte gerade sagen, die Brillen sehen sich wirklich alle sehr ähnlich. Das scheint nicht nur Talisman zu sein, sondern da scheint tatsächlich ein Sponsor dahinter zu stecken. Wer hätte das gedacht? Achten wir auf Falk Balzer, den Mann auf der Bahn 3. Wer findet zuerst seinen Rhythmus? Das sieht so aus, als wäre es Alan Johnson, der in Führung geht, aber auch Mark Rear liegt gut im Rennen. Johnson oder Rear, Torian ist abgeschlagen, Johnson ist vorne, ganz dicht dahinter Mark Rear. Falk Balzer müsste Dritter geworden sein, auf jeden Fall eine Riesenleistung des jungen Athleten aus Jena. Müsste im Bereich seiner Bestleistung gelaufen sein, da haben wir ihn im Bild. Falk Balzer, eine große deutsche Hoffnung sicherlich für die Europameisterschaften in Budapest. Ja, obwohl er in die erste Hürde reintritt, kommt er relativ gut in seinen Rhythmus. Jetzt hat er einen perfekten Rhythmus gefunden. Im Gegensatz zu Alan Johnson, zwei Hürden umgerannt vorhin. Ja, aber das sieht sehr gut aus. Ja, Rear gewinnt. Rear vor Johnson und dritter Falk Balzer. Fantastisches Rennen für ihn. Kommt ja auch nicht von ganz ungefähr. Er wird trainiert von seiner Mutter. Und die war die erste Olympiasiegerin in der damaligen DDR noch im Hürdenlauf. 1964 in Tokio. Und auch der Vater, ein guter Leichtathlet, früherer Meister im Stabhochsprung. Wenn Sie hier auf den dritten von rechts achten, das ist Falk Balzer, sehen Sie, wie gerade er in der Linie ist. Das ist sehr wichtig beim Hürdenlauf, dass man da nicht aus der Balance kommt. Wie zum Beispiel Alan Johnson, der ist etwas aus der Balance gekommen, hat deswegen vielleicht auch, na, ganz eng ist das hier, aber ich glaube, Mark Rear ist vorne. Das könnte ganz knapp zugunsten von Mark Rear ausgegangen sein. Vielleicht ausschlaggebend für Alan Johnson, dass er in fast jede zweite... Ja, es klappte alles immer. Ich habe einen guten Start hingelegt. Hinten raus bin ich schon sehr ab der 200 für mich sehr gut in den Rhythmus gekommen. Und vor der EM war es eigentlich ja die beiden Testläufe jetzt nochmal gewesen, jetzt hier in Monaco und dann in ein paar Tagen in Zürich. Und das erste hat geklappt und somit kann ich zuversichtlich auch nach Budapest gehen. Ich denke mal, dass diese Rennen ganz, ganz wichtig sind, denn gegen große Konkurrenz, gegen internationale Konkurrenz. Und da à la Bonheur, dritter Platz hier, das lässt sich sehen und lässt auch hoffen für die Europameisterschaften.
Ja, auf alle Fälle. Ich wollte jetzt nicht irgendwie da irgendwie jetzt noch ein bisschen so für mich zu Hause in meinen stillen Urtchen da rumeiern, sondern wollte sehr auf Wettkämpfe gehen, um mich irgendwo zu festigen und meine Form, die ich habe, umzusetzen. Wir haben noch mal ein bisschen trainiert, sind jetzt erstmal rausgegangen. Ich habe damals in Nürnberg gezeigt mit der 18, wo ungefähr meine Wege jetzt hinlaufen. Und jetzt sind wir in unserer lockeren Phase auf dem Weg nach Budapest und siehe da, es klappt alles. Ne? Gut, dann wünschen wir alles Gute für Zürich und herzlichen Glückwunsch nochmal zur tollen Leistung. Danke, Falk Balzer. Da sehen wir nochmal den Mann vom TuS Jena. Kämpft hier, holt sich Rang 3 hinter